Welchen Reifen solltest du als Hobbyrennfahrer oder derjenige, der es noch werden möchte, denn fahren auf deinem Motorrad? Dies und viele mehr Fragen beantworten wir in diesem Video. Wir sind jetzt hier am Automotodrom in Most, jetzt hätte ich schon fast gesagt Brünn, mit dem Tom Ecker an der Seite von der Bikebox 79. Und wir haben jetzt hier am Wochenende fleißig Michelin-Reifen für euch getestet. Und es kommt ja immer wieder die Frage, hey, ich bin ein Einsteiger, ich bin noch nicht so erfahren, gibt es denn da für mich als Einsteiger auch einen Reifen von Michelin? Na klar, wir haben einen Reifen, aber ich denke, das erklärt uns jetzt einmal der Tom, welcher Reifen für dich als Einsteiger oder ambitionierter Hobbyfahrer denn das Richtige ist, beziehungsweise zu welcher Rundenzeit, Tom? Also grundsätzlich von der Produktpalette oberhalb der Performance Range gibt es drei Reifen, die was man auch für einen Rennstreckeneinsatz nehmen kann. Das fängt an beim Power GP, geht über den Power Cup und dann der erste Slick ist der Slick 2. Das sind so mal die drei Basic-Reifen, die was man nutzen kann. Der Power GP ist quasi ein Straßenreifen für mit sportlichen Charakter, was man aber genauso auch für Einstiegstraining mal oder so heranziehen kann. Dann das zweite. Warte mal, der Power GP ist jetzt quasi, wenn ich es richtig verstehe, also das ist jetzt mehr oder minder, das schaut ja fast aus wie ein Slick, aber der hat ja doch ein bisschen ein Negativprofil. Also das ist quasi ein Straßenreifen mit einer Straßenzulassung, aber ich kann damit auch ohne Probleme einmal den ersten Trackday absolvieren. Es ist ein Hypersportreifen quasi, also der ist, ich sage mir rennstreckenmäßig 50-50 Straße, Rennstrecke, braucht keine Reifen mehr, man nichts. Das ist sowas für ein Renn zum Rennschnuppern, sage ich. Also nicht ein Rennreifen, sondern zum Rennschnuppern. Ein Straßenreifen, der was dazu lässt, dass man sagt, man fährt einmal ein paar Runden auf der Rennstrecke und möchte das Ganze einfach einmal angucken. Für den, der was da schon ein bisschen Ambitionen hat, dass er sagt, ich habe ein Rennmotorrad oder bin eher der ambitionierte sportliche Rennfahrer und habe 1000er CB auf der Straße und fahre 2-3 Track das im Jahr, also ich habe schon ein bisschen Kenntnisse, ist das sicher das falsche Produkt. Da gibt es dann den nächsten. Das ist der Power Cup 2. Das ist dann schon 80% Rennstrecke, 20% Straße, sage ich jetzt mal. Schaut jetzt gar nicht recht viel anders aus, ein bisschen minimal. Er hat auf der Seite quasi schon Slick-Indikatoren und einfach viel weniger Negativprofil. Wird er eingesetzt bei Bergrennen, also da haben wir auch den einen oder anderen Fahrer, der was die benutzt, zum Beispiel bei so Rennen wie Landshag. Und das ist ein Reifen, den was man auch schon mit Reifenwärmer fahren kann, muss man aber nicht, kann man, muss man nicht. Und das ist dann schon sowas, wo ich sage, jetzt fahre ich 2 Tage mehr auf der Rennstrecke, fahre vielleicht auch mit dem Motorrad hin, möchte dort meine Runden aber dran und möchte daheim fahren, hat der schon wesentlich mehr Racing-Charakter wie der Power-GP natürlich. Wird denn sowas auf der Straße noch im normalen Straßenverkehr benutzt? Ich meine, das Negativprofil ist ja jetzt nicht gerade massiv voll, oder? Ne? Ja, ich sage jetzt einmal, das ist schon sehr, bei uns heißt das in Österreich für 1000 Runden ist der gedacht, sage ich jetzt einmal. Also für die sportliche Straßenfahrt ist das sicher der richtige Reifen, ja. Wenn jetzt jemand zufälligerweise, ich glaube auf den einen oder anderen neuen Superbike ist der Reifen drauf, ich glaube auf der M1000 Doppel-R, wenn ich mich nicht irre, berichtigt es mir, falls ich falsch liege, aber ich glaube, ich habe den Reifen da drauf gesehen, dann gibt es ja vom Hersteller, vom Motorradhersteller immer gewisse Luftdruckempfehlungen, die in der Regel relativ hoch sind, speziell auf der Hinterachse. Jetzt, wenn jetzt aber jemand mit so einem Reifen auf der Straße zur Rennstrecke hinfährt, auf der Achse, meinetwegen, der wohnt 100 Kilometer vom Hockenheimring weg oder ein Wiener, der zum Pannonienring fährt, auf was hin muss denn der dann seinen Luftdruck ungefähr korrigieren? Also wegen die Luftdruckangaben, da ist ja grundsätzlich immer die Herstellerangabe zum Heranziehen. Und im Straßenverkehr würde die ja plus minus nehmen. Also ob es jetzt da 2,5, 2,9, glaube ich, so die Standardangaben, was bei den meisten Motorrädern machen, das ist natürlich jetzt gedacht mit Soziusfahrt und Gepäck, wenn jetzt irgendwo nach Südtirol fährt oder so. Du kannst mit denen natürlich ein bisschen weniger Luftdruck fahren, wenn du sportlich unterwegs bist. Du sollst aber dann schon auf der Rennstrecke natürlich schauen, wenn du dann dort bist und jetzt du quasi keine Reifen mehr nutzt, dass du dann irgendwo mit einem Kaltluftdruck startst, Vorderrad 2 bar, 2,1 bar und hinten würde ich mir sagen, auch so 1,8 bis 2 bar. Also in dem Bereich würde ich da mal starten, wenn ich keine Reifen mehr habe. Grundsätzlich sind Reifen mehr immer ein Vorteil, weil du den Luftdruck für den Warmzustand einfach herrichten kannst und das ist natürlich die Empfehlung grundsätzlich. Was wäre jetzt dann bei diesem Hypersport-Reifen, sage ich jetzt einmal, die Empfehlung im Warmen?
Also wenn es da mit Reifenwärmer das Ganze richtest und du hast sowas, das was 80 Grad vorwärmt, dann würde ich mir so sagen, vorne bist du im Bereich bei 2,3 und hinten mit 1,7, da bist du dann gut bestückt. Wenn jetzt einer keinen Reifenwärmer hat und quasi nach dem Reifahren den Luftdruck kontrolliert, dann soll er auf das Gleiche reduzieren quasi? Nein, würde ich nicht, weil wenn du dann eine Stunde stehst und der Reifen quasi komplett abkühlt und dann nur noch 20, 25 Grad hat, dann fängt der Reifen nämlich zum Walken an. Und deswegen musst du quasi ohne Reifenwärmer trotzdem mit einem erhöhten Luftdruck weggefahren. Auch wenn er dann natürlich die 0,2 aufgeht, dann musst du halt das eher kompensieren, wird dir wegen mehr auf Straßen fahren erinnern. Aber das, du hast dann einen extrem hohen Verschleiß, wenn du dann wirklich runterlässt. Dann, wenn du jetzt 1,7 reinkommst und lässt, korrigierst den Warm hin und lässt dann ab, dann wirst du wahrscheinlich beim nächsten Tag nur mit 1,4 oder was rausfahren. Und das ist dann komisch. Das wird keinen Spaß mehr machen. Speziell dann am Vorderrad, wenn man sich vorstellt, das Vorderrad hat im Warmen 2,3, 2,4 und das kühlt dann nach einer Stunde ab, dann hast du da irgendwo 1,7, 1,8 im Vorderrad. Ich glaube, das ist nicht so spaßig zum Fahren. Auf der Bremsen unrund das Ganze. Okay, also fassen wir zusammen. Kann man mit Heizdecken fahren, muss man aber nicht. Wenn man mit Heizdecken fährt, hat man natürlich den Vorteil, dass man den Luftdruck besser korrigieren kann und den Reifen einfach im richtigen Temperaturfenster konstant über die Distanz des Tages halten kann. Und wenn man halt auf der Achse hinfährt und keine Heizdecken hat, dann hat man halt da ein bisschen die Problematik, dass das eben nicht geht. So, dann gibt es ja noch diesen Slick 2 quasi, ne? Das ist dann quasi der dritte Reifen, wenn wir jetzt von unten her mal angehen. Der Slick 2, für wen ist denn dann der? Also das Slick 2 ist dann so der Einstiegsreifen, der, wenn ich sage, okay, ich habe ein Rennmotorrad und ich fahre nur mehr auf der Rennstrecke und das Ganze auf Hobbybasis abliefere, ist das der perfekte Reifen. Der hat weder ein kompliziertes Temperaturfenster, noch ist der, also der deckt wirklich breit das ganze Racing-Verfahrensspektrum einfach ab und ist wirklich von der Laufleistung und auch von der Handhabung sehr unkompliziert. Du hast da den Vorteil, du könntest rein theoretisch den Reifen auch ohne Reifen immer bewegen, wenn du die nicht hast, das geht rein theoretisch auch. Ja, das ist das Einsatzgebiet. Also ich sage jetzt mal, wir sind aber auch schon, wir haben schon ambitioniertere Fahrer natürlich damit auch fahren lassen. Also da ist genauso möglich, da sind am Red Bull schon Zeiten gefahren wie 1,31 oder so. Also da war ich schon dabei, das geht richtig gut und man merkt schon den ambitionierten Rennsportcharakter, den was Michelin auch in die Racing-Verfahrensschiene integriert. Gibt es für den Slick 2 irgendwie verschiedene Mischungen oder gibt es da nur eine Mischung für alles und jeden? Nein, das ist eine übergreifende Breitbandmischung, kann man sagen, ja. Das ist natürlich dann auch vom Vorteil, weil muss man sich natürlich keine Gedanken machen, wie dann bei der performanteren Performance-Schiene, welche Mischung passt zu welchem Temperaturfenster. Von dem her ist es eigentlich dann auf jeden Fall für jeden, der jetzt, sagen wir mal, von einem Hypersport-Reifen kommt und dann sagt, okay, jetzt fängt der schon langsam bei meinem Speed ein bisschen an, ein bisschen zum Wageln, ein bisschen zum Schmieren und jetzt brauche ich ein Level mehr, dann ist natürlich dann der Slick 2 für den die richtige Entscheidung. Was denkst du, Power Slick 2, welche Rundenzeit, Kategorie, wäre das ungefähr die richtige Hausnummer für den Zuschauer? Rundenzeitkategorie, vom Einsteiger bis, ich sage mal, wenn man es jetzt auf Most bezieht, bis unter 1,50 oder Bananenring bis einmal 1, bis 2,10 oder so Brünn bis 2,20, so Rehecker bis 1,45, so würde ich das im Einkategorie sehen. Also so 10 bis 15 Sekunden hinter den sportlichen Hobbyfahrer bist du sicher bestens beraten und hast keine Schwierigkeiten vor ihm. Da gibt es kein Aufreißen oder sowas mit so einem Reifen, das funktioniert einfach. Das heißt super, also alles was dann aber schneller wird, also sagen wir mal, alles was in Most hier unter 1,50 geht, alles was in Brünn meinetwegen unter 2,18 so in die Richtung oder in Rijeka unter 1,38, 1,40, da wäre dann ja die, was wir jetzt sehr häufig getestet haben, die performantere Schiene, Performance, also Power Slick Performance interessant, oder? Es ist zeitlich immer ein schwer zu sagen, weil du wirst mit einem Slick 2 wahrscheinlich da auch 1,40 oder 2,40 fahren können, weil der Reifen das kann. Es ist ja dann immer so, das ist ja ein mega mentales Thema beim Sport auch. Es geht eher um das, ob wann man den Performance nutzen kann, weil drüber macht es einfach keinen Sinn, weil das Produkt teurer ist, weil es aufwendig ist, vom Management ist ein bisschen Anspruch da. Du musst Reifenwärmer nutzen, sonst geht das gar nicht. Und das sind eben so Sachen, wo ich sage, okay, der Fahrer, was diese Rundenzeiten in der Regel fahren kann, der wird die Basics auch checken, dass man das Ganze wieder einsetzen kann. Okay. Die Performance-Schiene, die haben wir natürlich ausgiebig in dem anderen Video getestet, das verlinken wir euch gerne mal da oben und dann unten in der Beschreibung. Jetzt haben wir noch einen Reifen hier vor uns liegen, das ist natürlich der Regenreifen, der mit ganz viel Negativprofil. Im Regen fahren eigentlich die wenigsten, wir haben das heute wieder gesehen, wie es geregnet hat, da war keiner draußen. Ist aber mal zu empfehlen, weil es echt verblüffend ist, was so ein Regenreifen kann. Wie handhabt man jetzt so einen Regenreifen, den es jetzt hier von Michelin gibt? Der heißt ja quasi Michelin Power Rain Plus in dem Fall. Was gibt es denn da für verschiedene oder gibt es da eh nur einen?
Das ist der ganz neue, der Powerrain, also der geht für die 5,5 Zoll Felge und für die 6 Zoll Felge, also für 600 und 1000 übergreifen. Und der Plus ist eben der neue, der ist vorher rausgekommen. Und ich habe da einmal nachgefragt, was da optisch schauen die alle aus. Regenreifen sind Regenreifen, aber der hat natürlich schon sehr viel Charakter, was auch in den, also von der Produktkategorie her sind da schon sehr viele motorsportliche Elemente mit integriert worden, was an der MotoGP-Technologie drinnen sind. Und die, was ihn schon gefahren sind, also die wissen, was das Produkt kann. Das ist echt sensationell. Ja. Man hat es ja gesehen, in Argentinien beim MotoGP-Rennen, waren die mal 6 Sekunden in Nossen quasi hinter die Top-Zeiten von Tokio. Ich meine, das ist schon gewaltig. Ja. Und in welchem Luftdruckbereich bewegen wir sich jetzt mit so einem Regenreifen? Heizdecken ja, nein? Wenn ja, was für ein Luftdruck und so weiter? Was gibt es denn da für Empfehlungen von dir? Also da ist es so, da haben wir in die Motorsportunterlagen, ist es eh genau hinterlegt. Es gibt Empfehlungslisten. Ist viel Wasser, ist wenig Wasser, ist der Asphalt aggressiv oder weniger aggressiv, und das darf ich auf der jeweiligen Rennstrecken immer heranziehen. Also das ist sehr genau aufgelistet, wann da was zum Heranziehen ist. Okay, aber grundlegend Heizdecken, ja oder nein? Würde ich nicht empfehlen. Also ich würde den Reifen eher anrollen und anfahren und einfach schön klar Vertrauen suchen. Das Thema ist beim Regenreifen immer, gibt einige, die was sagen, okay, tu übrigens eine Grundtemperatur hin mit 30, 40 Grad. Aber bei Bedingungen, wie es jetzt da war, wir haben halt gehabt 27, 28 Grad Regen, da würde ich mit dem Produkt einfach rausfahren und einfach 2-3 Runden mehr fahren und ein wenig reinhorchen das Ganze. Und der baut dann innen fahren quasi eine Temperatur auf, und das fühlt sich dann auf eine Runde zu Runde immer besser und vertraut an. Die Gefahr ist einfach oft, dass du jetzt rausgehst und dann hast Heizdecken und dann hast du da von mir auch nur mit 60 Grad rein, dann hast du quasi eine Übertemperatur, die du aus dem Vorbetrieb nicht generieren kannst, aber auch einen Übergrip. Mhm. Jetzt fährst du da raus und denkst, ja, bist denn du deppert, was kann denn leicht ist? Aber das kannst du halt auch nur, solange du den Reifen in der Temperatur bewegst. Mhm. Und irgendwann kommt aber dann die Überschneidung, wo ich sage, ich fahre eigentlich zu wenig schnell, dass ich die Temperatur halte, und der Grip baut ab. Mhm. Und dann ist das meistens eine unrunde Geschichte. Mhm. Ja, super, das waren auf jeden Fall super Infos vom Tom. Den Reifen, den wir jetzt auch nicht besprochen haben, zum Performance im Detail, ist natürlich die 24er, also die Enduros. Da haben wir aber in unserem anderen Video auch dementsprechend weit drauf eingegangen in die Details von diesem Reifen, was der kann, welchen Einsatzgebiet und so weiter. Aber von dem her, ich denke, das war jetzt einmal die breite Palette vom Einsteiger oder vom Straßenfahrer bis zum Einsteiger bis hin zum schnellen Hobbyfahrer oder zum Regenfahrer. Und wie ihr seht, bei Michelin gibt es alles, was das Herz begehrt. Ich würde es an eurer Stelle mal ausprobieren. Die Reifen sind verdammt schnell. Und ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall und wünsche dir noch eine gute Heimreise für später. Danke, ich dir auch. Ciao. Ciao.